Was passiert, wenn der Käufer beim, und jetzt kommt ein Schlüsselbegriff, Kauf auf Probe die Probefrist verstreichen lässt? Also, folgende Situation. Da ist hier ein Verkäufer, hier ist ein Käufer und die Beziehung zwischen den beiden hier ist ein Kauf auf Probe. Kauf auf Probe. Nun impliziert dieser Kauf auf Probe, dass der Käufer eine bestimmte Probefrist hat. Und die Frage zielt darauf, dass er sich jetzt hier, also nach der Probefrist befindet, die Probefrist also hat verstreichen lassen, ohne den Kauf abzulehnen. Ja, ohne irgendwas zu machen in der Probefrist. So, wenn der Käufer also hier ist und die Probefrist hat verstreichen lassen, ohne irgendwas zu machen, dann bedeutet das, er hat gekauft. Dies ist eine der wenigen Situationen, wo Schweigen als Billigung gilt. Ja, er macht also nichts, die Probefrist verstreicht, dann hat er gekauft. So ist die Regelung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.